So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir haben hier das jetzt mal aufgehört. Gut, dass das Spiel genau hier fortgesetzt wird. So, wir wissen, stimmt, wir haben immer noch kein Ziel, klar. Ah, eine neue Flare, alles klar. Hoffentlich birgt die nicht auch so eine Überraschung wie gerade eben. Vielleicht liegt hier hinter ja irgendwas, weil ich jetzt schon Kommentare bekomme von wegen... Sammel alles ein, du besiehst mal wieder die Hälfte, bla bla bla. Oh, sehr schön. Na dann mal nach oben. So langsam sollten wir wieder ein bisschen Feuer finden, ne? Oh, das sieht ziemlich cool aus. Aber, oh shit. Das wird um einiges stärker. So, jetzt aber hier rein. Bevor wir frieren. Sehr gut. Haben wir irgendwas? Das Geräusch nervt unglaublich. Was ist das denn? Ach, das ist einfach nur eine Lichterkette. Wow. Okay. Mit welchem Sinn? Oh! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alles klar? Sieht aus, als wäre da eine große Einrichtung vor. An der Wand bleiben! Da sind wir alle in diesem Sturm verloren! Alan, oh! Bist du das? Bist du in Reichweite? Aber auf jeden Fall ein Lebenszeichen. Die Bank, wir können ja mal kurz schauen, ob wir neue Platinplätze bekommen haben. Aus irgendeinem Grund. Überwachungsladung, okay. Ah, der Sucherbot. Sehr nice. Okay. Und. Jawohl. Sehr nice. Hier noch. Wunderbar. Und. Super. Da würde ich mal sagen, Schaden haben wir, Schaden und Feuerrate, Schaden und Nachladen. Schaden ist ja fast auf Maximum. Quatsch, Nachladen ist fast auf Maximum, also würde ich mal sagen, Nachladen vom Maximum. Das Wort gibt es bestimmt nicht, aber egal. Vermaximum, ja, natürlich. Feuerrate. So, für Schaden. Dann hier noch. Das hier. Und. Okay. Ach, genau, das ist ja fürs untere Tool und das hier fürs obere. Moment, dann aber. Dann machen wir das hier aber ganz schnell wieder weg. Das kann ich jetzt genau wie. Platin entfernen, okay. Schaden. Ja, und hier nochmal Schaden. So. Und hier unten, Feuerrate. Ja, das ist eigentlich Wurst. Ich meine, wir haben nur noch... Ja, das hier eben. So. So passt das. Na gut. What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Ey, wie nice sieht das denn aus? Alter. Geiler Scheiß. Eine Sekunde. Ich habe doch das Nachladen auch aufs untere Tool angewendet, was ja mal überhaupt keinen Sinn macht. Hier. Clip. Macht keinen Sinn. Was haben wir jetzt noch alles? Nachladen.
Okay. Gut, ja. Gibt's ja nichts anderes, also von daher ist das scheißegal. Na gut, lass uns mal weitergehen. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört, weil ich dann doch im Livestream von Skunky war. Und hier geht's auch weiter. Wir haben ja das letztes Mal dieses riesige Monster da hochklettern sehen. Da kommt rein da. So. Oh, schon wieder nur 34 Grad. Wir sind schon voll der Schneemann. Oh, was haben wir da? Nice. Eine neue Platine, sehr geil. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh shit. Fuck. Kann mal passieren, kann mal passieren. Ja, wir haben immer noch kein Ziel. Und der Fortschritt wird gespeichert, sehr gut. Fuck. Ah, eine Leiter. Was seid ihr denn für Teile? Schnee-Nekromorphs, oder was? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall sind die um einiges angsteinflößender als die normalen Nekromorphs. Die sehen auch ein bisschen abartiger aus mit ihrem, naja, Loch im Gesicht. Feuerwehr ist aber mal ganz gut. 20 Grad, das sieht ganz, ganz scheiße aus. Sogar ist der, oh Gott, Alter, nee, wir frieren hier, das. Scheiße, ey. Ver 18 Grad. Nicht gut, gar nicht gut. Wir müssen hier doch irgendwo reinkommen. Oh Gott! Irgendwo. Oh Gott! Jawohl, da. Aber sehr, sehr gut. Sehr gut. Rein da. Shit. Bevor wir hier frieren. Sehr gut. Das war knapp. Heilige Scheiße. So. Munition haben wir noch. Ordentlich. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarte. Oh, wie nice. Abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Na gut, und ich. Oh Gott, ich kann ja nicht sprechen. Ab jetzt werde ich die hier auch oh Gott! Ab jetzt werde ich die hier auch abspielen. Warum ist ab jetzt? Ich weiß es nicht, aber trotzdem besser später als nie. Boah, das sieht. Wow. Wo kommt ihr denn bitte alle? Das war ein ziemlich cooler Slide. Aber ich muss echt sagen, die Lichteffekte hier sehen einfach nur spitze aus. Eine Flare! Jawohl! Ist hier noch irgendwo eine? Ich kann keine sehen. Oh Gott! Oh Gott! Fuck, Alter! Fuck, Scheiße! Also wirklich, Visual Games weiß, wie man einem Angst einflößen kann.
selbst in solchen Szenarien, die nicht mal wirklich gruselig sind. Oh! Okay, das habe ich noch nie gesehen. Da, oh! Sag mal, ey. Ich bin wieder fast nur 20 Grad. Das ist nicht gut. Tolle Ragdolls, wirklich. Oh, was haben wir da drüben? Da müssen wir sogar hin. Komm, geh auf. Nice. Wurde aber auch Zeit. Und schon haben wir wieder 37 Grad. Sehr gut. Oh, fuck. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Okay. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Und woher soll ich den bekommen? Shit. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Also ich habe gestern erfahren, dass bis zu diesem Eisplaneten, auf dem wir gerade sind, hätte ich schon dreimal meinen Anzug wechseln können, aber da konnte ich ja nie. Ich hoffe, dass hier irgendwo einer drin ist, also. Ja! Ach, komm an! Ich meine, irgendwie muss ich ja weiterkommen. Ja, ich hab's doch schon bemerkt, dass hinter mir einer ist. Und noch einer. Okay, da können wir auf jeden Fall lang. Was finden wir hier? Oh, oh Gott! Alter! Ich denke immer, die brauchen viel länger, um irgendwie zu mir zu springen. Wow, okay. Ordentlich viel Zeug. Fick dich. Oh, damit. Okay. Ich brauch verdammt nochmal den scheiß Schneeanzug. Aber wo? Bitte lass hier einfach irgendwo ein rumliegen. Ja, rumliegen vielleicht nicht, aber in dem Gebäude irgendwo einer sein. Wenn ich irgendwie reinkomme. Scheiße, ey. Ich sterbe halt gleich. Oh, das ist ein Flair. Oh, 15 Grad, das ist gar nicht gut. Jawohl. God damn it. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Nice. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ach Moment, hier waren wir schon mal. Ja. Gut. Wo ist hier ein verdammter Schneeanzug? Hier wird auf jeden Fall keiner sein. Hier muss einfach irgendwo einer sein. Ich bin gerade also elegant im Kreis gerannt. Oh, na wunderbar.
Wir laufen einfach mal geradeaus. Hier muss irgendwo einer. Hier muss irgendwo ein offener Raum sein. Hier vielleicht. Ich muss doch irgendwo reingehen. Ach, hier war ich schon mal so ein Scheiß. Wo soll ich bitte den scheiß Schneeanzug bekommen? Da muss man rein können. Verdammt! Eingang, wo bist du? Ach, das gibt's doch nicht. Eventuell? Ja, aber ja klar. Oh, jawohl! Sehr gut. Heilige Scheiße. Wunderbar. Gut. Gerettet. What the fuck? Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Verdammt. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche, also haben wir... Nicht nachgesehen, alles klar. Marco. So, Kapitel 9. Vorwärts. Ich habe auf 1 gedrückt. So, solange der Isaacs Helm defekt ist, wird er in den eisigen Temperaturen draußen nicht lange überleben. Backe sagte, dass es im Keller noch einen Anzug für extreme Wetterbedingungen geben könnte. Wir könnten auch eine Anzugstation nutzen, um die Schäden an einem Helm zu reparieren. So oder so, es sieht aus, als müssten wir diese Wegstation erkunden, bevor wir weiterkommen. So. Ja, morgens ist nicht gut aufnehmen.